Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal Hetman Software. Erfahren wir Sie, wie Sie Daten aus einem ausgefallenen RAID Array wiederherstellen können, wenn der LSI3081RR-Controller ausfällt. Wie Sie wissen, ist der Controller ein wichtiger Teil eines RAID-Systems und für die Verwaltung und Sicherung der Daten verantwortlich. Dieses Controller-Modell unterstützt die SAS-Schnittstelle, 8 Ports für den Anschluss von Laufwerken sowie die Möglichkeit, mit verschiedenen RAID-Levels zu arbeiten, einschließlich RAID 0, RAID 1, RAID 5, 6 und so weiter. Sie können sehr robuste und effiziente Speicher-Arrays aufbauen. RAID ist eine Technologie, mit der mehrere physische Festplatten zu einem einzigen logischen Datenspeicher kombiniert werden können. Sie bietet eine höhere Zuverlässigkeit und je nach Stufe eine höhere Zugriffsgeschwindigkeit oder die Möglichkeit, Daten im Falle eines Ausfalls wiederherzustellen. Trotz all dieser Vorteile kann es jedoch vorkommen, dass Sie Daten von einem RAID-Array wiederherstellen müssen. Dies kann aufgrund von Hardware-Ausfällen, Fehlerkonfigurationen oder anderen Problemen geschehen. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie Daten aus einem RAID-Array wiederherstellen können, wenn der LSI308 ein R-Controller ausfällt. Wenn Ihr RAID noch funktionierfähig ist, sollten Sie, bevor Sie mit der Datenwiederherstellung beginnen, unbedingt eine Sicherungskopie aller vorhandenen Dateien erstellen. Diese Sicherungen helfen Ihnen, Ihre Daten im Falle eines fehlerlagenden Reboots oder anderen Problemen zu retten. Es ist auch wichtig zu lernen, wie man ein RAID auf diesem Controller-Typ erstellt. Im Folgenden wird beschrieben, wie Sie ein RAID Level 5 erstellen. Um den RAID Level zu erstellen oder zu ändern, müssen Sie das BIOS des Controllers aufrufen. Drücken Sie beim Button die Tastenkombination STRG plus C. Das Konfigurationsprogramm wird gestartet und Sie sehen das Gerätemodell. Drücken Sie die Eingabetaste, um die Konfiguration zu starten. Öffnen Sie den Abschnitt RAID Eingeschaften, navigieren Sie mit den Pfeiltasten und drücken Sie die Eingabetaste, um auszuwählen. Wählen Sie nun den gewünschten RAID-Level aus. Der erste in der Liste ist der normale RAID-1-Spiegel. Der nächste ist der erwartete Spiegel, ein Array mit 3 bis 10 Festplatten, schließlich 2 zusätzliche Codesperre RAID-1-App-Platten. An dritter Stelle der Liste steht der übliche Stripe RAID 0. Markieren Sie die gewünschte Option und drücken Sie zur Bestätigung die Eingabetaste. Markieren Sie im nächsten Schritt die Festplatten, aus denen das Array erstellt werden soll, und drücken Sie zur Auswahl die Leertaste. Sie werden eine Warnung sehen, dass die Daten auf der Platte gelöscht werden. Drücken Sie erneut die Leertaste zur Bestätigung. Sobald die Festplatten markiert sind, drücken Sie die Taste C auf Ihrer Tastatur, um das Array zu erstellen. Wählen Sie im nächsten Schritt Änderungen speichern und verlassen Sie dieses Menü Enter. Damit wird der Erstellungsprozess gestartet und das Startmenü aufgerufen. RAID ist erstellt, drücken Sie SSC, um das Menü zu verlassen, wählen Sie S und starten Sie 9. Nun muss das Laufwerk nur hoch partitioniert werden und schon ist es einsatzbereit. Für den Fall, dass Sie wichtige Dateien durch versehentliches Löschen von Festplatten verlieren oder aufgrund eines Controller-Auffalls den Zugriff auf ein Festplatten-Array verlieren, gibt es mehrere Möglichkeiten, Daten von den Festplatten wiederherzustellen. Wenn ein Controller ausfällt, besteht die erste Methode der Datenwiederherstellung darin, die Laufwerke an ein funktionierendes Gerät anzuschließen. Für diese Methode benötigen Sie genau denselben Controller oder einen anderen Kompatibilitätscontroller, mit dem Sie die vorherige RAID-Konfiguration importieren können. Als erstes sollten Sie sich darüber informieren und sicherstellen, dass Sie dies auf sichere Weise und ohne Beschädigung der Daten tun, dabei unsacht messen, vorgehen, alle auf den Laufwerken verbliebenen Informationen endgültig gelöscht werden könnten. Wir haben ein separates Video auf unserem Kanal mit einer detaillierten Anleitung, wie man die Laufwerke auf einen neuen Controller überträgt. Ich werde den Link in der Beschreibung hinterlassen. Die zweite Methode, die neben der Zerstörung des Controllers auch bei versehentlichen Löschen von Dateien hilft, ist die Verwendung einer speziellen Software zur Wiederherstellung von Daten aus dem RAID.
Ein solches Tool ist Hetman RAID Recovery. Das Tool unterstützt alle gängigen RAID-Typen, die meisten Dateisysteme und verschiedene Arten von Arrays, Fehlermodelle von RAID-Controller. Es wird das beschädigte RAID wiederherstellen und Sie können Ihre wichtigen Dateien aus ihm herausholen. Für die Datenwiederherstellung müssen Sie die Laufwerke an das Motherboard Ihres Windows-Betriebssystems anschließen. Wenn Ihr Motherboard nicht über genügend SATA-Anschlüsse oder Stromanschlüsse verfügt, können Sie ein oder mehrere Laufwerke aus dem Array entfernen, wenn der RAID-Level dies zulässt. Andernfalls verwenden Sie die entsprechenden Adapter und Erweiterungen, von denen Sie jetzt Beispiele auf dem Bildschirm sehen können. In meinem Fall zeigt die Software eine Partition mit RAID Level 0 an. Für Details klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Partition und öffnen Sie die Eingeschafften. Hier können Sie detaillierte Informationen über das Array sehen. Auf der Registerkarte RAID können Sie die Anzahl der Festplatten sehen, aus denen es besteht. Um nach Dateien zu suchen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Datenträger und wählen Sie Öffnen. Wählen Sie dann die Art der Analyse, Schnellsuche oder vollständige Analyse. Für die meisten einfachen Situationen ist die Schnellsuche ausreichend, da sie weniger Zeit in Anspruch nimmt. Wie Sie sehen können, hat das Programm das zerstörte RAID Level 0, das vom Betriebssystem nicht wiederhergestellt werden kann, automatisch wieder zusammengesetzt. In der Datenträgerverwaltung werden die Laufwerke in diesem RAID als nicht erkannt oder als RAID-Status angezeigt. Sie werden nicht in der Lage sein, Informationen oder spezielle Software abzurufen. Hetman RAID Recovery hat alle Dateien gefunden, die auf den Festplattenverbund gespeichert waren. Gelöschte Dateien werden hier ebenfalls angezeigt. Die sind mit einem roten Kreuz gekennzeichnet. Markieren Sie alles, was Sie wiederherstellen möchten und klicken Sie auf die Schaltfläche Wiederherstellen. Geben Sie nun an, wo die Daten gespeichert werden sollen. Laufwerk Ordner. Klicken Sie noch einmal auf Wiederherstellen. Nach Abschluss der Wiederherstellung befinden sich alle Dateien in dem angegebenen Verzeichnis. Wenn die Software mit der Schnellsuche keine Dateien finden kann, führen Sie eine vollständige Analyse durch. Gehen Sie dazu zurück zum Hauptmenü des Programms, indem Sie mit der rechten Maustaste auf die Partition klicken und Reanalyse, vollständige Analyse wählen, das Dateisystem angegeben und das Kontrollkärtchen für die Inhaltssuche deaktivieren und den Suchprozess zu beschleunigen. Wenn immer noch keine Dateien gefunden werden, führen Sie eine erneute Analyse mit aktivierter Inhaltssuche durch. Wenn Sie Dateien von einem funktionierenden RAID gelöscht haben und diese wiederherstellen möchten, müssen Sie die Festplatte nicht aus dem Controller entfernen und direkt an die Hauptplatine anschließen. Scannen Sie einfach den Festplattenverbund. Die Software erkennt es ebenso wie das System und Sie können versandte gelöschte Daten problemlos wiederherstellen. Führen Sie dazu den Scan, wie oben geschrieben, aus und stellen Sie gelöschte Dateien wieder her. Wenn ein gespiegelter RAID-Controller ausfällt, können Sie in einigen Fällen auf den Einsatz von Wiederherstellungssoftware eines Drittanbieters verzichten. Das System erkennt üblicherweise automatisch die Festplatten, aus denen das RAID ausgebaut wurde. In diesem Fall müssen Sie die in der Datenträgerverwaltung infizierte DAS-Laufwerk öffnen und die erforderlichen Dateien auf ein anderes Laufwerk kopieren. Mit dieser Methode können Sie die Dateien nur dann wiederherstellen, wenn das RAID auf einer kleinen Anzahl von Laufwerken erstellt wurde. Wenn Sie die Dateien auf diese Weise nicht wiederherstellen können, schließen Sie die Laufwerke direkt an die Hauptplatine des Computers an und suchen Sie mit Hetman RAID Recovery. Wie bei jeder anderen Art von RAID wird die Software es automatisch erstellen und in der Laufwerkliste anzeigen. Scannen Sie das Laufwerk und stellen Sie die Dateien wieder her. Wir haben verschiedene Methoden der Datenwiederherstellung von LS1308
IR-Array-Kontrolle untersucht. Wir hoffen, dass dieses Video-Tutorial Ihnen hilft, verlorene Daten wiederherzustellen und Ihr Array wieder zum Laufen zu bringen. Es ist wichtig zu beachten, dass die Wiederherstellung von Daten aus einem RAID-Array eine komplexe Aufgabe ist, die einige Kenntnisse und Erfahrung erfordert. Wenn Sie sich Ihrer Fähigkeiten nicht sicher sind, vertrauen Sie diese Aufgabe am besten Profis an, die jeder falsche Schritt die verbleibenden Daten auf den Laufwerken vollständig löschen kann. Um zukünftigen Datenverlusten vorzubeugen, sollten Sie alle wichtigen Dateien regelmäßig sichern und den Zustand Ihres RAID-Verbunds überwachen. Wir empfehlen außerdem die Installation eines Überwachungssystems, das Sie auf Auffälle oder Probleme mit dem Array aufmerksam macht, damit Sie rechtzeitig Maßnahmen ergreifen können. Und denken Sie daran, Datensicherheit ist ein fortlaufender Prozess. Halten Sie Ihre RAID-Kontrolle-Software und Ihr Betriebssystem auf den neuesten Stand und achten Sie auf neue Versionen und Herstellungsempfehlungen. Sie können Sie einen stabilen Betrieb Ihres Arrays sicherstellen und möglichen Problemen vorbeugen. Und das war's. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich. Denken Sie daran, dieses Video zu liken. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal Hetman Software zu abonnieren. Stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.